Sul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu meinem neuen Bauprojekt. Ja, ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum ich diesmal nicht im Unendlich bauen bin, sondern mit einem Sim hier. Ich habe mir überlegt, dass ich das so mache, denn dann kann ich euch im Endeffekt den Raum besser zeigen. Ich habe jetzt hier unendlich, also was heißt unendlich viel Geld gecheatet, aber 9.999.999 sind das absolute Maximum an Simoleons. Und gewonnen hat der Wintergarten. Der Wintergarten mit allen Packs und CC, also mit allem drum und dran. Der hat jetzt gewonnen. Ich werde aber, denke ich, alle Räume bauen und das Ganze dann einfach nach und nach. So, ich werde jetzt hier einfach erstmal ganz kurz so ein Haus hinsetzen, Haus in Anführungsstrichen, so. Ich hau da jetzt einfach mal irgendwie was drauf. So. Und ja, einfach irgendein Dach drauf, würde ich jetzt mal so sagen. So, ich will jetzt kein Special House bauen. Ich werde ja sowieso hinter nur einen Raum hochladen. Das mache ich jetzt einfach nur, damit ich was habe, wo ich den Wintergarten dran anschließen kann. So, ich bin gespannt. Ich bin selber wirklich neugierig auf das, was ich jetzt hier bastel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, schauen wir doch mal, ne? Mache ich den quadratisch praktisch gut oder mache ich den vielleicht rund? Ich weiß es noch nicht genau. Das ist halt die Frage. Ich weiß es sowieso nicht. Ich habe persönlich tatsächlich, wir haben noch nie einen Wintergarten gehabt. Ich wollte früher. Ich finde Wintergärten immer toll. Aber wir hatten leider nie einen. Das fand ich immer sehr, sehr traurig. Ja, ja. Und ja. Ich wollte hier gerne diese Wände nehmen. Ich zeige euch das gleich noch, was das ist. Man kann das natürlich auch machen mit normalen Glasscheiben. So, aber ich wollte jetzt hier mal gucken. Glaswand. Moderne Glaswand aus Verbundglas. Da steht leider nur MJ drauf. Ich meine aber, ich hätte das auch auf Facebook geteilt. Das ist mir aber direkt zu hoch. Das ist die normale Wand. Also das fände ich jetzt zum Beispiel sehr nice für den Wintergarten hier so als Tür oder so. Kann ich da einfach hier beliebig so eine Tür reinbauen? Ist die dann benutzbar? Das will ich gleich mal ausprobieren. Warte mal, dann können wir auch höhere Türen nehmen, ne? Warte mal, dafür muss ich aber den Raum höher machen. So. Nee, das geht aber so gar nicht. Ah, das ist ja doof. Okay, wenn das so nicht geht, dann müssen wir uns hier eine Tür raussuchen. Vielleicht sowas hier. Das passt eigentlich nicht wirklich rein, ne? Ich hätte schon ganz gerne eine Tür, die nahezu abschließt. Aber es wird schwierig, da was zu finden. Die hier vielleicht in einem schlichten Weiß. Aber es wäre ein moderner Wintergarten. Ich finde, bei dem Wintergarten passt das, glaube ich, gar nicht so, wenn man das zu modern macht. Die Tür hier fände ich zum Beispiel extrem nice für einen Wintergarten. Ich setze sie da mal hin, aber ich müsste eh erstmal ausprobieren. Guck mal, ich glaube, das geht nämlich so gar nicht. Das können wir direkt mal ausprobieren. Dafür ist es eigentlich auch ganz nett, dass ich das so gemacht habe. Es geht schon, aber dann ist halt ba, 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 ba. Nee, also das funktioniert so nicht, wie ich mir das erhofft hatte. Das heißt, ich werde das direkt schon mal anders machen. Das können wir wieder abreißen. Oh nein, das wollte ich so nicht. Nein! Dann werde ich das nicht mit einem Zaun machen. Dann werde ich das doch lieber ganz normal mit Wänden machen und entsprechende Fenster halt. Okay, das war ein Versuch, der leider missglückt ist. Aber macht nichts. So, also Wände.
machen wir das hier mal so und vielleicht so abgerundete Ecken eventuell. Ich überlege gerade, man könnte natürlich da auch eine Grillecke reinmachen. Warum nicht? Man könnte rein theoretisch auch einen Wintergarten mit Pool machen. Ihr habt ja nicht gesagt, wie groß ihr den Wintergarten wollt. Man kann ja auch quasi einen eingezäunten Gartenbereich machen. Das probieren wir mal aus, aber wir machen die Decke weg, weil da möchte ich gerne irgendwie was anderes drin haben. Okay, gut. Als erstes, die Wand hier hinten bleibt natürlich dicht, denn das wird die Tür zum Wohnbereich. Ich finde jetzt nicht, dass man da jetzt Fenster reinmachen sollte vom Wintergarten aus oder vielleicht andere Fenster. So eine Tür fände ich auch ganz nice. Die anderen sind mir eigentlich alle nicht hoch genug. Ja, ich glaube, ich bin für diese Tür. Das ist die Prestin-Pastoral-Tür. Adonis Pluto at Mod The Sims. Also das ist von Mod The Sims. Das ist eigentlich eine Sims 3-Tür, wo sich einer angenommen hat der Sache und gesagt hat, wisst ihr was, die mache ich jetzt für Sims 4. Die war so nice in Sims 3, die machen wir jetzt für Sims 4. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den Rest machen. Ist natürlich schön, aber das ist jetzt nicht so klar, ne? Guck mal, es ist so ein bisschen milchig. Das passt nicht. Das hier könnte ganz gut auch zu einem Wintergarten passen. Ich hätte es halt aber wirklich gerne so, dass es wirklich komplett bis nach oben geht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich aktuell tatsächlich eher hierfür. Und das würde ich gerne ein bisschen noch eins zur Seite ziehen, dass es halt parallel ist. Symmetrisch meine ich. Aber kann man dazu noch Wintergarten sagen, wenn wir das so bauen? Ha. Eigentlich ja schon, ne? Das heißt ja nicht, dass in einem Wintergarten wirklich komplett alles voll sein muss mit Fenstern rundherum. Es gibt ja auch durchaus solche und solche. Wir machen auf jeden Fall eine Steinwand. Die wäre natürlich cool, da möchte ich aber doch ganz gerne eine andere Wand nehmen. Lass uns ja mal hier beim Mauerwerk gucken und zwar sowas hier in der Art, dachte ich. Würde sich hier ganz gut drin machen. Die hier ist natürlich auch, nee, nicht die, Wo ist sie denn? Nee, bei Fliesen ist sie aber auch nicht. Die hier ist natürlich auch sehr passend, aber ich finde, die hier ist dann doch besser. Die hier wäre auch nicht schlecht. Die hier wäre auch ganz gut. Ich will mal hier ein bisschen... Mir gefallen die Töne nicht ganz so gut. Der Farbton ist eigentlich ganz gut. So könnte man es natürlich auch machen, aber ich finde das hier, glaube ich, eher sinnig. Oder eher schön. Oder sowas in der Richtung. Oder sowas wäre auch eine Möglichkeit für einen Wintergarten. Das hat schon auch was, oder? Ich glaube, ich finde das hier sogar irgendwie noch einen Ticken schöner. Entsprechend jetzt natürlich auch der Boden hier drin. Müssen wir mal gucken, welcher Boden da passend ist.
Den Boden hier finde ich eigentlich schon ziemlich perfekt für so einen Wintergarten. Aber der passt jetzt natürlich so hier wiederum nicht so gut. Das hier ist auch ein toller Boden für einen Wintergarten. Oder Holz. Holz kann man natürlich auch in den Wintergarten nehmen. Da würde ich dann aber auch wirklich eher welches nehmen, was so ein bisschen, ja nicht angeranzt aussieht, aber halt nicht ganz so perfekt. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Also jetzt nicht so. Das passt halt einfach nicht. Wo ist denn? Sowas hier wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Bräuchten wir dann aber in einem entsprechend passenden Braun. Na. Wenn dann so. Aber wir haben doch noch dieses angeranzte. Oder ist das? Nee, das ist das. Nee, das hier meinte ich. Das ist auch nicht mehr angeranzt. Man könnte es aber auch durchaus zwei teilen. Wisst ihr was? Wir machen das doch so. Und gucken jetzt hier nochmal rein. Der Boden passt irgendwie nicht. Ich würde hier, glaube ich, tatsächlich eine Mischung machen aus zwei Sachen. Dass wir so einen Wohnbereich in Anführungsstrichen reinnehmen. Mal so ein bisschen rumprobieren. Oder wir machen den Boden komplett weg und machen irgendwas von diesen Teilen hier da rein, die sonst eigentlich draußen sind. Das ist vielleicht sogar das Sinnigste. Wir können ja auch... Oder wir machen hier so einen Gartenboden rein. So einen hier. Nein, das ist total doof, wenn man hier so einen Boden reinmacht, dass dann alles so gleich aussieht. Das ist dämlich. Das mag ich zumindest nicht so. Nee. Wir müssen jetzt natürlich auch gucken, was hier zur Wand passt. Nee, viel zu groß, das gefällt mir gar nicht. Nee. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht für einen Wintergarten, finde ich. Man könnte aber auch sowas hier nehmen. Gut, das passt farblich vielleicht nicht so. Das hier finde ich ganz geil. Wisst ihr was? Ich glaube, das hier nehmen wir. Das kann ruhig so ein bisschen Ton in Ton sein, finde ich. So, wir füllen das hier aus bis an die Seite, wo die Kanten sind. Wir können das dann ja wegradieren. Ist das auch bewusst, dass das mit Sicherheit auch nicht jedem gefallen wird? Aber etwas zu finden, was immer jedem zu 100% gefällt, ist auch ziemlich schwierig. So.
Okay. Jetzt machen wir den Raum auch von außen. Mir fällt gerade was auf. Dass wir noch ein bisschen mehr wegradieren müssen, weil ich hier vorhin was mit den Fenstern versaut habe. Ich sag ja, klein Döfchen. Huch. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier noch radieren. Wow, wir haben ja schon wieder sehr viel geschafft, diese Folge. So. Okay. Gut. Jetzt wollte ich, wie gesagt, zum einen gerne einen Pool hier drin haben. Und bis dahin. Wie kann ich eigentlich eine einzelne Sache rückgängig machen? Das würde mich mal interessieren. So. Okay, was machen wir denn jetzt hier? Vielleicht, hier wird jetzt vielleicht sowas tatsächlich ganz gut reinpassen, aber ich will das einfach unvergammelt haben. Ich mag das nicht, wenn das so gammelig aussieht. Gefällt mir einfach nicht. So, da kommt jetzt die Poolleiter hin. Das ist jetzt hier echt ein bisschen schwierig gerade. Weil es sich hier immer falsch anpasst. So geht's. Okay. Machen wir erstmal so eine ganz grobe Einteilung. Hier möchte ich gerade gerne direkt schon mal was Strauchartiges neben haben. Und Steine können wir da auch noch gut nebenpacken. Also mal gucken, was wir da so machen. So, und jetzt die Steine. Muss ich mal gucken. So. Ich hoffe, dass sie das alles hinterher noch nutzen kann. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne, wenn wir hier direkt auch mit einem Sims spielen. Dann kann man direkt gucken, ist das überhaupt so nutzbar? Und da funktioniert das eventuell gar nicht. So. Ist direkt so riesig, die ganzen Sachen hier. Also was nicht auch noch ein kleiner? Das hier ist Windkeeper Hydropic Shrubs von http://sims4designs.blogspot.ca. Da könnt ihr diese Pflanze hierher bekommen.
Okay, und hier hat man nicht sowas auch einzelner? Aber das geht sonst vielleicht auch ganz gut. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, was ich vorhabe. Schwierig wird das Ganze mit dem Dach, weil da hatte ich nämlich eigentlich vor, Dachschrägen drauf zu packen. Und da muss ich mal gucken, das ist ja jetzt hier bei Deko. Da muss ich halt echt gucken, wie ich das mache. Wo habe ich denn nochmal die Dächer? Warte mal. Ist es hier vielleicht bei den Skulpturen? Ja, genau, da ist es doch. So. Das müsste ich ein bisschen runtersetzen, ne? So in der Art. Aber ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, ob ich dann das hier hinbekomme mit dem Dach. Das wird schwierig werden. Weiß jemand, ob ich das, wie ich das hinbekomme, dass ich hier nur an der Seite was mache? Und guck mal, dafür bräuchte ich ja unten wiederum einen Boden. Ich würde das halt echt gerne so machen, dass ich das halt so jedes Mal nebeneinander platziere. Immer so. Das wäre für mich halt der Wintergarten. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich das so nicht hinkriege. Und das Problem ist, dass ich jetzt hier auch keinen... Dann müsste ich, glaube ich, den Raum hier neu machen. Ich muss mal gerade was ausprobieren, wenn ich jetzt das hier neu machen muss. Das müsste doch gehen, dass ich hier den Boden wegmache. Genau, aber wir trotzdem eine Decke haben. Das ist jetzt leider nicht das, was ich mir erhofft hatte. Aber auch da können wir rein theoretisch tricksen. Dann mache ich das aber doch lieber noch einen Ticken anders. Meine Güte, das wird eine saulange Folge. Ich muss das jetzt mal so probieren. Warum geht das wieder nicht? Ah! Warum ging das jetzt hier eben mit dem Raum und jetzt geht's wieder nicht? So, wir versuchen es jetzt nochmal so. Gut. Weil dann muss ich nämlich gucken. Dass ich. Weil ich muss ja jetzt hier irgendwie ein Dach hinbekommen. Jetzt lasst uns mal gerade gucken, Aktivitäten und Fähigkeiten. Vielleicht wisst ihr schon, was ich vorhabe. Da. Gibt es das auch in farblos? Farblos nicht, aber hier so mit weiß. Dann müssen wir nur den Raum noch eins weiterziehen. So,
So wird es ja jetzt natürlich halt ein echt riesengroßer Wintergarten. Aber das ist jetzt gerade so die einzige Version, die mir einfällt, dass wir das Dach halt durchsichtig bekommen, ne? Aber ich würde gerne den Raum höher machen. Dann muss ich aber nochmal bei den Fenstern durchgucken. Meine Güte! Was wir hier nicht alles mit einplanen müssen. Dann würde ich diese Fenster hier nehmen. Warte mal, wir machen die hier nochmal weg. Die gehen dann zwar nicht bis ganz nach oben, aber bringen so ein bisschen dieses Wintergartenmäßige mit, oder? Die hier. Nee, die lassen zu wenig Licht durch. Dann die hier in weiß, glaube ich. Und dann vielleicht so. Grrr, das geht nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ich krieg das leider so nicht ganz symmetrisch hin. Jedenfalls nicht so in der Größenordnung, wie ich das gerne wollte. Oder ich muss das anders machen. Ich könnte auch sowas hier nehmen. Das wäre vielleicht auch gut für den Wintergarten. Und da haben wir die komplett freie Gestaltungsmöglichkeit. Oder man macht es unterschiedlich. Das wäre auch noch eine Idee. Dass man sagt, hier, das machen wir so. Und dann finde ich das jetzt persönlich nicht ganz, oder dass man sagt, hier verglast man die komplette Front. Gott, jetzt baue ich hier schon eine halbe Stunde gleich. Und an der Seite macht man vielleicht die hier hin. Da könnte man rein theoretisch das dann auch komplett verglasen. Das ist alles gar nicht so einfach. Wenn wir das so machen, würde ich hier, glaube ich, aber solche Fenster hinmachen. Nur vielleicht nicht ganz so hoch. Die haben wir gar nicht, etwas niedriger, ne? Oh, verflixt! Wenn man sowas macht. Ist dann aber auch nicht mehr der Wintergarten. Ich lasse es jetzt erstmal so. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt halten würdet. Weil wir müssen das ja irgendwie mit dem Dach hinbekommen, ne? Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Okay, das sieht von hier unten auch ein bisschen merkwürdig aus. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Können wir hier reingehen oder gehen wir dann direkt eine Etage höher? Ja, doch. Also so in der Art könnte das aussehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt mache hier vorne mit den Fenstern. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Die Gute testet schon mal.
Ich bin gespannt und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Meinung bislang ist und helft mir. Wie soll ich das vorne machen? Helft mir bitte weiter. Was meint ihr dazu? Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!